Assalamu alaikum, meine Lieben, hier kommt der Younes. Was sagen Sie? Schuhe abputzen. Was ist das? Das ist das neue Reich der Katzen. Katzen! Katzen! Na was? Ich schlaf hier. Warum denn? Das ist so gut gemacht. Das ist für die Katzen. Komm mal rein. Ja, komm rein. Guck, der Boden, voll schön. Guck mal hier. Wie kostet diese Najila? Weiß ich nimmer. Habe ich bestellt. Das Gras Najila. Schön, hä? Voll. Und guck mal hier. Hast du Angst? Sag mal. Ja, guck mal hier. Ja, guck, der geht rein. Siehst? Ja. Schau mal, was da drin ist. Ein Bett. Oh, ich hab kein Licht mehr, kein Akku mehr. Aber Bambi hat es schon entdeckt, das Loch. Siehst? Ist das schön? Guck mal, hier überall Bettchen, Bettchen. Da oben kommen die frisch gewaschen hin. Das ist Penthouse. Da oben. Die sind voll happy alle. Gell? Bei den Kaninchen habe ich jetzt schon keine Ahnung, wie viele Boxen. Habe ich das so gemacht oder wart ihr das? Guck mal, der Dreck schon wieder. Also, Kinders. Oh, Paris, hast du den Platz gefunden? Ja. Jetzt kommt noch der Katzenbaum rein. Den muss ich jetzt ein bisschen organisieren. Und dann? Ich will schlafen hier. Willst du hier schlafen? Da kommt noch der Ventilator rein. Ja. Natürlich. Hier kommt noch ein Mann, der macht hier Strom, weil ich will Licht hier haben. Bitte, Mama, der macht hier in mein Zimmer neben mein Zimmer. Ja, muss ich ihm sagen, ob das geht, weiß ich nicht. Und den Affe fangen wir heute und tun ihn zu... wer jault hier? Tun ihn zu... Gehst du nach Hause rein oder... Wo? Nein, ich gehe kaufen. Du hast gesagt, du gehst jetzt essen. Wohin denn? Ja, ich gehe kaufen. Was kaufst du? Younes. Also. Du weißt was. Nur Schrott. Okay. Jetzt müssen wir hier auch irgendwann putzieritis. Aber gehst du rein, raus, dann nimm ein bisschen... Natürlich, ich hab's doch gewusst. Sag's doch die Wahrheit. Immer da rumlabern. Nimm diese drei mit und schreib Meiße auf die Veranda. Na und? Du kannst doch Hände waschen. Du musst sowieso Hände waschen. Hader, genau. Dass jeder auf die Veranda, das tue ich dann waschen. Ich muss, jeder, der rausgeht, soll was mitnehmen. Ja. Dass es hier alles mal in Ordnung kommt. Gell? So, der Besen kommt weg. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz. Aber wir haben kein Licht, das nervt mich jetzt. Guck mal, hier sind zwei. Nachher ist gar keiner schwanger, aber ist auch egal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. So viele Mädels werden nicht schwanger sein, aber ist eine schöne Versteckmöglichkeit. Ja, und dann guck mal, da geht schon mehr Schweinchen rein. Na, ihr, ist doch nett. So, dann wollen wir mal gucken, wer wirft als erstes. Oder ich gucke mir jetzt mal Panda und die zwei an. Dann sage ich euch. Also, ich glaube nur die Panda ist schwanger. Die auch nicht. Ja gut. Ne Sieb. Wir nehmen das, was kommt. Wir brauchen ja nicht 100 Hasen. Gell? Schauen wir mal. Erstmal Panda. Und dann bringen wir mal... Die Großen, die muss auf jeden Fall werfen. Ich tue die dann ins Hühnerhaus zwei Tage mit dem Bock. Die da, Marshmallow auf jeden Fall. Und Make-up. Ja. Und die anderen können wachsen, ja. Du auch eigentlich, du bist auch schon riesig. Ja, egal. Jetzt guckt euch das Desaster hier an. Horrible, horrible, horrible. Das will ich eigentlich nicht waschen. Ich will das als Unterlage nehmen für diesen Schrott und dann so eine Decke drüber legen. Ja, es ist, wie es ist, Leute. Wir wohnen in der Wüste und im Sommer macht man das nicht. Weißt du warum? Dann überhitzt die Waschmaschine.
Ich habe immer Ausreden. Was denken ihr? Immer Ausreden. Im Winter kann man dreimal waschen, im Sommer lieber nicht. Komm, Holz kann man immer brauchen. Leave me alone. Ja, die gute Tischdecke, die haben wir noch in Deutschland gehabt. Am Geburtstag von der Mause, erster Geburtstag. Die hat auch viel mitgemacht. Also wirklich, uiuiui. Ui, ui. Das auch. Das muss man alles waschen. Uiuiuiui. Nee, klar geht die Maschine kaputt. Komm, das war schon mal nett. Das kommt da noch. Hier, Winterjack. Galabea. Das wird gewaschen. Gell? So. Nur ein bisschen ein System, das wir haben. Hier, ich habe die Katzenklappe gefunden fürs Katzenklo. Von drinnen. Und jetzt müssen wir die Dinger da auch mal sammeln. Heieiei. Teddybär, den tun wir auch waschen. Der Arme. Oh, kann man doch nicht so lassen. Ja. Wie fragt ihr mich, wie es meinem Knie geht? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, umso mehr ich es belaste, umso weniger tut es weh. Komische Sache. Aber der Rücken natürlich gar nicht. Das kann ich vergessen. Guck mal. Ah! Puha! Formerlunge! Jalla. Hier. Guck mal, das alles waschen. Alhamdulillah, haben wir wenigstens Sachen zum Waschen, gell? Voriges Jahr oder vor zwei, drei Jahren haben wir nichts gehabt für die Viecher. Das kann ich nicht waschen in der Waschmaschine. Es kommt zu der Hund. Da hockt die noch. Fertig. Komm, Wasser. Hast du Durst, Habibi? Trink schön kaltes Wasser. Ja. So. Willst du auch Wasser? Na gut. Das letzte Mal trinkst du hier. Ich wollte eigentlich mit der Mausi den Hase, den Dings fangen. Aber die hat natürlich Koran heute. Oh. Gell, Zucker? Das haben wir uns verdient. Oh, lecker, lecker. Ja. Oh, ich sag's euch, es wird immer leerer hier. Ich habe schon sortiert, wie ihr seht. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist Pause. Pause. Ich habe das zusammengebaut, aber mit dem Stein hebt es nur. Ups, jetzt falle ich nach hinten. Hier, auch wieder ein neues Feature. Ein neues Gadget. Da kann man sitzen. Und ich sitze da und Füße auf dem Tisch. Ah, super. Ah, jetzt fehlt noch der Ventilator. Ja. Jetzt kommen langsam die ganzen Katzen. Gucken sich das in Ruhe an. Buddy hat hier geschlafen. Ich habe mir gerade noch kurz ein Video angeguckt. Ja, und Bambi. Habibi. Ja, kommst du zu Mama? Komm. Hopp. Ja, du bist mein Baby. Gefällt dir das hier? Guck mal, der Babyboy da draußen. Ja, den müssen wir heute noch fangen. Ich habe Angst, er wird wieder gebissen, du. Girl. Der ist jetzt hier drin. Ich habe kein Licht. Aber die haben sich schon... Ah, da ist Pixie drin. Bambi, lass die Pixie. Kriegst eine Ohrfeige von ihr. Ich sag's dir. Die ist zickig. Hä? Da ist Pixie. Wo war's? Ist da ein Loch? Nee. Ja, also Bambi gefällt's da auch. Ja. Ich finde es auch schön. Schön ruhig. Haben wir richtig entschieden, heute zu machen. Nur dieser Hund.
Der kommt ja immer rein. Der geht in den Pool und kommt mit den Drecksfloten hier rein. Der Fino ist halt nicht so. Und ihr? Die hat sich auch schon in den Schrank gelegt. Ja, der gefällt ihr auch, der Diva. Entschuldigung, ihr Hunde kriegt halt nicht so schöne Sachen. Ihr macht so viel Dreck. Gell? Ja, pass auf dein Baby auf. Die hat schon Milch, du. Keine Ahnung, was da los ist. Scheinschwanger bist du. Hast du sie scheinschwanger gemacht? Die Muttergefühle sind gekommen. Und du? Kannst du hier eigentlich rein? Fino, komm. Bestimmt, der schubst es zur Seite und das war's. Oder wie? Ha ja, guck. Wenn die raus können, kann der auch rein. Komm, Fino. Ja, komm. Lecker, lecker. Mal gucken, ob er rein kann. Das wäre gut, dass der nicht reinkommt. Guck, hier ist schon Dreck. Heide, nein. Ja, Rusty, du bist auch mein Schatz. Seid alle meine Kinder. Der bedankt sich jetzt für das schöne Zimmer. Gell? Ja. Oh, wie du dich bedanken kannst. Schön. Buddy ist auch ganz happy. Der ist weg von der Meute. Der will auch seine Ruhe. Schon noch ein Baby. Muss viel schlafen. Hey, hast du auch so dreckige Pfoten? Sag das. Nein, hab ich nicht. Sweetie. Buddy. Buddy. Wollte gerade heimgehen, dachte ich mir, nee, komm, den Ramsch tue ich noch geschwind raus. Guck mal, den Staub. Jetzt gehe ich duschen. Das war's. Nee, eigentlich nicht. Ich muss den abfangen. Ich hau auf meinen Mann. Der muss noch rüber. Und dann bin ich fertig. Ja. Ja, ich warte auf den Mahmoud. Die war ich da. Ich lasse die jetzt zusammen. Da besteht null Interesse. Da kann gar nichts passieren. Entweder ist die scheinschwanger und bei der ist rum, weil die Milchdrüsen sind so, dann wird sie ja eh nicht mehr zulassen. Und den juckt es gar nicht. Die spielen, der spielt hier mit dem Baby. Der hat ja hier schon sein Future. Gell? Das ist der Future. Buddy, was sagt ihr? Kann noch was passieren? Nee. Ja, ich finde es jetzt auch wirklich richtig gechillt, ruhig. Jetzt muss man nochmal richtig mit dem Besen durch. Ich habe jetzt erstmal das Grobe raus. Aber ihr wisst, mein Rücken, ich kann nicht so viel. Und der ganze Staub, ich muss duschen, aber ich warte jetzt auf Mahmoud. Wir fangen den jetzt. Mein Plan ist, am Schwanz packen, das Ding schnell durch seinen Police Dog durch und dann habe ich ihn. Und dann bringe ich ihn einfach rüber und lasse ihn frei und guck, was passiert. Weil hier ist natürlich schön für ihn. Er hat frei, er kann Rennen machen, aber er ist alleine. Und das ist nicht schön. Fausi kann ich ja nicht reinbringen, der geht mir gleich da rein, der ist super schlau. Sheila sowieso. Na, der ist noch klein, der weiß nicht, wo es lang geht. Babyboy. Ja, und Futter hast du ja ohne Ende noch, gell? Hier ist ganz viel. Eigentlich müssen wir mal die Bübü. Spiel ich immer mit dem Fino. Müssen wir mal die Hasen rauslassen. Aber das geht ja nicht. Hat man mal überlegt. Aber ob, wenn die Hunde drin sind, hier die, alle Katzen, kann man mal die rauslassen. Ein bisschen. Kann man auch mal machen, gell? Ja. Guck mal, hebst du es hoch? Ja, jetzt kommt der Boss. Mahmoud. Jalla. Mahmoud. So, da, sitz doch. Ja, komm. Komm, komm, komm. Du machst Video. Komm, stopp, das ist funny. Komm.
Juhu! Hey, Pausi! Na! Pausi! Was macht Simsim? Pausi! Na! Na! Es ist ein Baby! Don't make me do, I must make my scarf. Oh my goodness! Pausi! Sheila, hilf doch! Der hat sich immer gefreut, zu dir zu kommen. Und Simsim, du Glotschblät. Was machen wir jetzt? Hm? Wo ist Simsim? Ach so, ich dachte gerade, ich bin wieder. Hasch. Ja, geh essen, danke. I don't know if we must catch him, Tanny. Ob wir nochmal einfangen müssen. Ja. Der Arme, der wollte zu dir, Fausi. Ha, stinkt der? Ja gut, du, der wird deiner Sheila nichts machen. Der will nichts von der. Beruhig dich jetzt. Mensch, Gobi, gell. Guck mal, immer ist es... Oh, ich habe nicht mehr lang Akku. Immer ist es, fällt es um. Sheila, was ist los? Nicht, dass der da abhauen kann wieder. Weißt, das ist auch wieder das. Simsim glotzt blöd. Da, guck, Simsim. Oh, der Arme, tut mir leid. Ja. Ja, fein, Fausi, fein. Ja. Der schreit nur vor Angst. Guck mal, jetzt hat er da hingepieselt, der Arme. Oh. Oh, guck mal, jetzt hat er ihn. Warum willst du das nicht? Sei froh, das sind deine Artgenossen. Das hat Simsim bei dir nicht gemacht. Ja. Ja, Baby, guck, der Fausi ist lieb. Du bist ein Hex, der Hexerich. Baby, der hat das war ein Friedensangebot. Du Hexe brauchst mich nicht beobachten. Ich weiß schon, was los ist. Das war ein Friedensangebot. Und du, geh runter zu ihm. Yalla, Babyboy. Wieder beide Affen anguckt. Du wolltest immer her. Du hast von weitem immer keult. Ja, guck mal, der geht ganz langsam. Der sieht Fausi, gell? Fausi, sein Baby. Sein Baby, ja. Ja. Guck mal, er redet mit ihm. Sei lieb, ist doch gut. Du bist unsere Familie. Ja. Guck, jetzt laust er dich. Ja, fein. So ist schön, Fausi. Bist doch mein Baby. Und du passt auf. Glaub nicht, dass er erlaubt, dass der Kleine die Sheila decken kann. Das glaube ich nicht. Bis wir nach Hurghada kommen und ihn operieren, darf er hier sein. Ist die beste Möglichkeit. Ach, ist das schön. Mein Herz geht auf. Heute haben wir was Schönes gemacht. Ja, am Anfang habe ich mich selber erschrocken. Ich so, Hilfe, soll man wieder raus? Aber der ist halt nicht sozialisiert. Gell? Jetzt wird er vom... Der war hier nur kurz immer nur. Rein, raus, keine Ahnung. Und Simsim ist ja ganz andere Art. Der hat anders kommuniziert mit ihm. Jetzt guck mal, der genießt es auch, das Baby. Seht ihr das überhaupt? Ich sehe es leider nicht, weil... Warte mal. Ist das das? Ja. Guck mal, die Hex. Immer mich im Blick. Was macht die? Immer mich im Blick. Simsim, bist wieder verheddert. Ich weiß. Jetzt, ich habe nur noch 3-4%. Simsim! Ich glaube, das ist eine gute Lösung so. Besser geht's gerade nicht. Mit Simsim gucken wir. Vielleicht kann jemand kommen und helfen oder nicht. Ja. Okay, Mission erledigt für heute. Ich mache heute nichts. Ich gehe jetzt duschen und dann spiele ich die Kranke.
Ich bin krank, mir tut der Rücken weh, alles. Sie braucht nichts mehr heute. Nur noch diese Bettchen waschen da mal ein bisschen. Ja. Ansonsten, was gibt's noch? Ja gut, die Affen halt hier, gell? Die müssen sich auch, muss ja auch was überlegen. Vielleicht, der Mahmoud hat gesagt, er baut Kästchen aus Holz. Und die tun wir dann daran nageln irgendwie, dass sie da oben schlafen. Aber guck mal. Oh. Der Fausi ist halt wirklich so lieb. Gell, Baby, guck mal. Der Fausi, der akzeptiert dich und du schreist so rum. Ja, das ist ein Lieber. Fausi, fein gemacht. Super. Guck mal, ganz langsam kommt er, ganz langsam. Ja, don't worry. Und immer mit den Lausgeräuschen. Was hast du denn? Ich glaube, der hat sogar Kaka gemacht vor Angst. Hast du so eine große Angst mit deinem Polizeiausdings? Du bist doch der Polizeiaff. Hey. Ja, der hat sich auch gepinkelt, auch geschissen, alles. Guck mal, wie schön es hier ist. Viel schöner als drüben mit den Katzen und allen Hunden. Hier bist du unter deinesgleichen. Okay, die Schild ist halt noch, gell? Aber ist egal. Ja, und jetzt guckst du, hast du jetzt Flöhe? Fausi, der Boss, lässt sich untersuchen. Es kann schon sein. Ich habe bei dem kleinen Furzel einen Floh gefunden. Ein Floh, war einmal kurz draußen. Vielleicht haben die Katzen wieder Flöhe. Vom Albert. Ja, die Affen sind süß. Meine Babys. Und du bleibst da, haust nicht ab, ich sag das. Gut, meine Lieben. Ihr seht. Oh, guck mal, wie der sich hinlädt. Ihr feine Mausi, feine Hexe. Sheila, bist auch so was gut. Ja, ja. Quadratmillimeter für Quadratmillimeter wird kontrolliert, gell? Ja. Und Simsim glotzt blöd da oben. Naja. Sheila, es tut mir leid, aber der ist interessiert an diesem. Der will den verlausen. Das gehört. Ich höre es dann vom Schlafzimmer, wenn was wäre. Komm. Der wird jetzt gezwungen zum Lausen. Guck, er will ihn lausen und er will nicht. Was ist da los? Soll doch froh sein, dass er akzeptiert wird. Komischer Affe, dieser Baby. Babyboy. Was machst du mit dem... Ach, mein Rücken. Uiuiui, jetzt geht's los. Was macht ihr? Ach, da oben ist er. Okay, meine Lieben, ich glaube, jetzt ist bald Ende Gelände. Bis die Tage, Marcelema. Bye, bye. Hast du auch Läuse gekriegt von deinen Straßenaffen da? Okay, bye, bye. My goodness, wir sind beide fix und fertig. Gell? Krank. We are krank. Ich habe mir noch mal so eine Bettdecke bestellt von Amazon. Mein Rückenkratzer. Ich komme gerade vom Dusche. Ich brauche kalte Cola. Unser Rocks. Und was ist da los? Ah. Ich sag's euch. Jetzt müssen nur noch die Schildkröten umquartiert werden. Das mache ich morgen, inshallah. Denn ein schönes Heim. Die Kleinen, ne? Die Großen haben noch ein bisschen Zeit. Die haben da Sonne. Aber das ist die next question. The big sofa. Where we put them? Fang doch mal an wieder. Operette. Heute gibt's Spaghetti Bolognese à la Mahmoud von euren Päckle.
Das kann er gut. Und ich habe weiter geputzt im Stall. Ah, sag's euch. Also ich bin froh, dass der Fausi den Kleinen jetzt akzeptiert. Simsim hat sich wieder verheddert ohne Ende. Mahmoud hat den Schlafplatz geklaut. Wir haben gerade besprochen, er soll 4 Boxen bauen und die nageln wir dann an die Wand, so dass sie hinkommen. Dann schlafen sie praktisch in Holzboxen. Ja. Und ich sag's euch, ich kann mich keinen Meter bewegen mehr. Ich wollte die Kranke spielen, aber ich bin krank. Mein Rücken, mein Knie, alles. Ich schlaf jetzt. Es ist jetzt 15 Uhr. Ich habe keinen Hunger. Ich habe noch die Steaks von gestern übrig. Ich kann nichts essen. Zu viel Adrenalin, zu viel Freude. Vor allem, als ich gesehen habe, 14 Grad nachts. Die erste Ding, oh my goodness, meine Tiere. Mein Mann hat gelacht. Das ist das Erste, an was du denkst. But Mahmoud, for what I should think. Warte mal, ich muss mal so machen, dass man mich nicht im Spiegel sieht. When I hear it's 14 degrees, what you think? The first. Cover your husband. Mahmoud, you know where is the Batania? I must bring it for you. Das ganze Winter, Sommer schläft er mit so einem klummeligen Ding. Und ich habe immer die Klima an. Und dann friert er immer. Hol doch die Winterdecke. I bring a new one like this. Das ist Le Havre. Und das kommt dann in die Reinigung. Und dann können wir immer wechseln. You need also Le Havre. I order for you. Don't order my heart. I bring for you Le Havre. It's very, very nice. This button is, you don't like this, but you cover it also. Actually, because the button is, in the winter, I take the heavy one. Na gut, as you like. You will sink. Gut, ich habe jetzt noch mal ein bisschen nach, weil ich habe gesehen, es sind ja noch 23 Minuten. Das kann es ja auch nicht sein. Wir schaffen uns den Buckel krumm. Und der hat mir sogar mein Hackfleisch gebraten. Ist schon nicht lieb. Super, danke, Mahmoud. Ah, Mausi hat duscht, ich wollte reinkommen, ich bin voller Staub und ich habe aber schon meine Allergietabletten genommen und jetzt lege ich mich noch. Ich habe gar keinen Hunger. Ja, vielleicht die Ketose haut rein. Hab jetzt wieder lange nicht gesündigt, 2-3 Tage und jetzt, dann kommt's wieder. Ja. Also jetzt, wir sind beide fix und fertig. What lookst du? Facebook, what you found? I found what they look for it. Mm-hmm. Na gut. And Amazon call you? You order something? Much. But I make like it's coming after the Ockbot, nachdem unser... Yes, why you don't do it? I don't want to pay money in the card here. You don't make my credit card. And it's not working, the credit card. It's working with this other. With me not. I put your money inside. I don't need any. I try. It's all reclaimed. You see, it's not in your telephone. I got you for your money. It's done now. Say my wife order, but she sent all back. Cancel it. And order it daddy. Tomorrow I got it for you. Mahmoud, when I all cancel. I don't need everybody know how much I pay. I have enough stress in my life. Oh, your legs full dirty, Habibi. Egal. And the Maslaya, I don't know. Okay, ciao bello. Schlechtes Thema Amazon. Bis die Tage, Maschaleima. Bye bye.